Reto Götzschi. Ja, der Christian hat eigentlich eine ganz gute Fahrt. Er hat keine grossen Fehler drin gehabt, aber man sieht schon im mittleren Teil fährt er also ein bisschen zu hoch und das gibt natürlich keinen Schwung und darum im unteren Teil kommt er eigentlich gar nicht mehr so auf die Touren, wo eigentlich seine Stärke war. Das ist jetzt gerade aus.